Stand von Kleinlagezigarren und werden jetzt einige Informationen über die neue APR hören. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Werner Casagrande, Isthmus Vertrieb Deutschland. Bin hier der Generalimporteur für meinen Geschäftspartner und Freund Kurt Brandt, der in Costa Rica, Nicaragua lebt. Wir produzieren in Esteli, einer der Zigarrenhochburgen in Südamerika, die APR. Das ist eine besondere Linie, die wir hier anbieten, die wir gemeinsam machen mit dem Neffen von Alessandro Robaina, Armando Pereira Robaina. Der Mann, der war 40 Jahre verantwortlich in Kuba für Fermentation und Anbau von Tabak. Wie er in Ruhestand ging, mit so Mitte 60, hat er sich entschlossen, weiterhin sein Arbeitsleben weiterzuführen, sein Know-how zu transportieren nach Nicaragua. War dort 18 Jahre verantwortlich bei Plasencia auf Ometepe für den Anbau und Fermentation von Tabak. Und hat sich dann gemeinsam mit Kurt Brandt zusammengefunden, um diese Zigarre zu entwickeln. Wir haben jetzt zwei Formate. Letztes Jahr haben wir die APR Short Robusto in den Markt geführt. Eine sehr interessante Zigarre mit individuellen Tabaken. Dieses Jahr jetzt die Especiales mit 54er Ringmaß. Hier haben wir ganz ausgewählte Tabake von einem ganz kleinen Tabakgut in der Nähe von Esteli. Das sind also ausschließlich Tabake, die wir dort beziehen von diesem kleinen Bauern, und diese werden nochmals nachfermentiert, mindestens 6 Monate von Armando Pereira Robaina. Gerollt werden sie von dem ehemaligen Roller von Alessandro Robaina, Papito, sein Spitzname, richtiger Name Juan Gomez, 27 Jahre in der Branche als Tabakroller, sehr viel Know-how und Wissen in dem Bereich, und er rollt speziell diese Zigarre für uns. Deshalb haben wir derzeit auch nur die Möglichkeit, bis zu 30, 40 Kisten im Monat hier in Deutschland anzubieten. Vielen Dank für das freundliche Gespräch. Ich danke Ihnen. Alles klar.